Seien Sie alle ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge von Zeit für Gesundheit. Unser Thema diesmal zurück ins Leben nach Herzinfarkt oder Operation, Rehabilitation und innere Medizin, internistische Rehabilitation und vieles mehr. Wir hatten schon zu diesem Thema einmal eine Sendung und möchten dieses Thema jetzt noch einmal genauer vertiefen, zusammen mit Dr. Martin Marjanovic, dem Hausherr der Privatklinik Jägerwinkel, herzlich in der wir willkommen. Wieder zu Gast sein dürfen. Vielen Dank dafür. Und mit Dr. Andreas Hofschneider, Sie sind Kardiologe hier am Haus in der Privatklinik Jägerwinkel. Wie gesagt, Herr Dr. Hofschneider, wir hatten schon einmal das Thema Reha nach Operation oder Herzinfarkten und Vorfällen der gesundheitlichen Art generell mal gefragt zu Beginn. Die Prävention ist natürlich ganz wichtig. Was kann man überhaupt tun, damit nichts Negatives im Körper stattfindet? Das ist korrekt, auch herzlich willkommen. Wichtig ist, dass man im Vorfeld einfach schon versucht, neben einer gesunden Lebensweise, regelmäßig Sport, auch einen Kardiologen oder einen zum Beispiel Hausarzt und dann Internisten aufzusuchen, um sich eben mal durchchecken zu lassen, wie ganz normal auch Damen zum Gynäkologen gehen oder jemand auch zu einem Zahnarzt zum Beispiel geht, einfach um einen Status einmal zu erheben. Wir empfehlen eigentlich, dass ab dem 40. Lebensjahr, die meisten Krankenkassen beginnen ja schon früher, mit dem 35. Lebensjahr, einfach so eine genannte Screening-Untersuchung, wo man einfach dem Patienten einmal zuhört, was er macht, wie es ihm geht, was in der Familie vielleicht bekannt ist an Erkrankungen, eben um da schon ein bisschen das Vorfeld einmal abzuklären. Wird generell von vielen Menschen zu wenig Wert darauf gelegt, eine Prävention zu machen oder auf sich genauer zu schauen insgesamt? Viel zu wenig und vor allen Dingen, die kürzer leben, die Männer, die verdrängen dieses Problem sehr gern und nehmen die Möglichkeiten, die es gibt, gar nicht in Anspruch. Und das Ergebnis ist, dass Männer einfach kürzer leben. Das ist ja nichts Genetisches. Sie hören weniger auf ihren Körper. Wenn irgendwas ist, wird es gern auf die lange Bank geschoben, wird sich schon wieder geben. Und gerade Männer in meinem Alter sind ja wirklich hochgefährdet. Herz-Kreislauf-Probleme, Ereignisse, Herzinfarkte, Schlaganfälle und da kann man gegensteuern. Aber es wird wirklich leider zu wenig in Anspruch genommen. Was sind denn so die häufigsten Ursachen, die Sie auch in Ihrer täglichen Praxis behandeln, Herr Doktor? Wir haben verschiedenste Patienten, muss man sagen. Wir haben ja hier, muss man auch voraussetzen, mal so stationäre Reha-Patienten, aber auch ein großer Teil ist hier in der Privatambulanz, die zu uns kommen und gern wissen möchten, wo die Hauptprobleme sind. Fängt an bei Stress vom Beruf her, gerade bei den Jüngeren jetzt im Moment, gerade bei Managern, muss man sagen, in letzter Zeit auch zunehmend ist leider ein Problem. Dann die ungesunde Ernährung, sprich dort Cholesterin, dann auch verbunden durch den Stress, greifen viele auch zur Zigarette oder schon lange Zeit. Bewegungsarmut ist auch wieder ein Problem. Das sind so die Hauptthemen. Man darf auch nicht vergessen, dass ja auch die Herz-Kreislauf-Erkrankung leider Nummer eins bei den Todeserkrankungen in Deutschland sind. Und jetzt auch schon mehr im Kommen auch wieder die Diabeteserkrankungen. Das heißt, der Zucker, wo eben die Patienten das Problem haben, dass das Insulin nicht mehr so gut in den Zellen wirkt und dann eben zu viel Zucker im Körper ist. Das über längere Zeit, Sie bemerken es vielleicht auch gar nicht, so ähnlich wie Bluthochdruck. Und leider auch da nicht darauf reagieren können. Erst dann, wenn Sie mal zum Internisten oder Kardiologen gehen, der Sie dann anschaut. Gerade die Langzeitfolgen sind da wirklich eklatant, dass man aufpassen muss. Wenn dann ein Vorfall stattgefunden hat und dann eine Rehabilitation auch hier bei Ihnen in der Klinik. Darf ich noch mal kurz dazwischengrätschen? Wir haben vorher vom Fußball gesprochen, die Blutgrätsche. Da war ich ja Spezialist dafür früher. Man muss sich mal vorstellen, dass 50% aller Männer, aber nicht nur der Männer, bei den Frauen ist die Wahrnehmung gerade für die Herz-Kreislauf-Risiken ja geringer, weil man ja immer meint, Frauen werden vom Herzinfarkt nicht so oft betroffen und das Risiko sei nicht so groß. Was ja nicht stimmt, der Verlauf ist ein anderer. Aber wenn man sich mal vorstellt, dass 50% der Männer oder der Menschen, die einen hohen Blutdruck haben, der ja eigentlich eine der Grunderkrankungen sind, die später zu den ganzen Herz-Kreislauf-Problemen führen, auch Schlaganfälle, übrigens auch Demenzen. Man geht ja so ein bisschen weg von dieser Theorie des Alzheimers. Man sagt, es sind viel mehr Demenzen, werden durch Bluthochdruck im Gehirn erzeugt. Dass die Hälfte es überhaupt nicht weiß. Ja. Also das heißt, wir reden noch gar nicht mal von der Therapie. Wir reden davon, dass da über kein Bewusstsein und auch überhaupt kein Wissen der Risiken besteht.
Und das Schwierige ist, dass die Leute ja oft gar nicht wissen, dass sie irgendwie eine Erkrankung haben. Man fühlt sich ja gut, man funktioniert, ist ja überhaupt kein Problem. Und wenn man eben genauer nachfragt, kommt man erst drauf, vielleicht in einer Gelegenheitsmessung, mein Blutdruck. Man nimmt vielleicht einmal von einem Angehörigen den Blutdruckmesser, erhöht vielleicht bei 160 mm G den ersten Wert. Denkt sich da vielleicht nicht viel darum, aber wenn man dann mal zum Arzt geht, dann ist es meistens so, wusste ich gar nicht, habe ich gar nicht gemerkt. Wir wollen an dieser Stelle mal in ein paar besondere Übungen hineinschauen, die dann innerhalb einer Rehabilitation auch hier im Haus stattfinden. Und da haben zwei sympathische Damen hier aus dem Jägerwinkel-Team uns mal gezeigt, was da so alles möglich ist. Das schauen wir uns jetzt mal an, bevor wir dann nochmal genau über die Reha hier sprechen. Das ist das erste Gerät, das ist jetzt das Motomet. Das nehmen wir gerne am Anfang direkt nach dem Krankenhausaufenthalt, wenn die Patienten zu uns kommen. Es geht darum, dass sich der Patient leicht bewegt, ohne zu große Belastung, einfach mit ein bisschen in Schwung zu kommen. Das ist gerne für den Anfang genommen, für die ersten 5 Minuten zum Aufwärmen, damit einfach alles durchbewegt wird. Kann man für die Beine machen. Man kann das Gerät dann auch, wenn man mit den Beinen nach 2, 3, 4, 5 Minuten fertig ist, kann man das umbauen und dann geht es für die Arme weiter. Genau, dann kann man nämlich für die Arme das Ganze machen, entweder vorwärts. Schön ist auch noch, wenn der Patient ganz gerade sitzt, so macht er dann auch gleich noch was für seinen Rücken mit dazu. Bei uns wird das ganzheitlich geschaut, dass man es nicht nur auf die Ausdauer geht, sondern auch auf die allgemeine Körperhaltung und dass der Patient wieder fit wird. Das nächste Gerät erkläre ich jetzt. Das ist das Adenne-Sauerstoffgerät, das 1977 erfunden wurde. Es geht im Endeffekt darum, man bewegt sich leicht, ganz, ganz locker, mit ganz wenig Widerstand und atmet nebenbei medizinischen Sauerstoff ein. Dient dazu, um den Sauerstoffgehalt im Blut zu verbessern, die Ausdauer zu steigern und die Leistung zu steigern. Man setzt dazu eine Maske auf. Genau. Dann einmal unten festhalten, bitte. Es geht über 25 bis 30 Minuten. Es ist wirklich wichtig, dass es nicht zu schnell geht. Man kann das Gerät einschalten und dann auch schauen, dass man nicht über 25 Umdrehungen hier kommt. Und jetzt wird es dann laut, weil der Sauerstoffbeatmung ist relativ laut. Und da lässt man den Patienten dann erst einmal radeln. Am Anfang und am Ende dieser Therapie, dieser Adenne-Therapie, wird noch der Blutdruck gemessen, der Puls und der Sauerstoffgehalt im Blut, um zu sehen, hat sich es verbessert. Man braucht aber mindestens 5 bis 10 Sitzungen, bis sich da wirklich was tut. Wobei man merkt, am Anfang und am Ende der Sitzung ist schon viel besser die Durchblutung und viel besser das Sauerstoffgehalt. Diesmal sind wir bei unserem Funktionslabor. Hier haben wir einen Freiwilligen gefunden, der sich erklärt hat, bei uns diese Fahrradergometrie durchzuführen. Er ist jetzt gleichzeitig am EKG angeschlossen. Das heißt, wir werden in Ruhe oder haben schon in Ruhe EKG geschrieben. Und jetzt wird unter Belastung unter dem Fahrradfahren einerseits Herzfrequenz, das EKG und Blutdruck kontrolliert. Auf der anderen Seite schaue ich mit Ultraschall nach, inwieweit das Herz unter steigender Belastung weiterhin gut pumpt oder nicht. Sie können schon anfangen zu treten, mit der Frequenz bitte auf 60. Genau, wunderbar. Und ich schaue währenddessen bei Ihnen, inwieweit die Herzkammer gut pumpt und ob es Probleme bei der Kontraktion, bei der Bewegung des Herzens gibt. Es ist die Untersuchung manchmal ein bisschen schwieriger, weil die Patienten auch unter Belastung sind und auch schwer ein- und ausatmen. Aber im Großen und Ganzen kann man das eigentlich sehr gut feststellen. Gut, wir machen dabei weiter und schauen, dass wir ihn einmal ausbelasten, bis er nicht mehr kann.
Jetzt haben wir schon einige der vielfältigen Übungen gesehen, die innerhalb einer Rehabilitation stattfinden. Herr Dr. Hofschneider, insgesamt ist das ja ein ganz breites Feld, so eine Reha auch hier am Standort Jägerwinkel. Was passiert da noch alles an speziellen Trainingsprogrammen, Übungen, um wieder auch zurück in den Alltag zu finden? Also ganz wichtig ist am Anfang, dass wir mal die Patienten kennenlernen, weil das, was wir eben vermeiden möchten, was ja in den großen Kliniken gemacht wird, dass einfach ein Therapieprogramm gemacht wird, ohne eigentlich wirklich auf den Patienten wirklich einzugehen. Also gerade das Individuelle hier in unserem Haus ist groß geschrieben. Und was man nach dem ersten Gespräch und der Untersuchung macht, dass man versucht, vor allem jetzt bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch eigentlich für allgemein innere Erkrankungen, ein Grundlagen-Ausdauertraining zu machen, so wie wir es gesehen haben mit diesem Motomet zum Beispiel, wo man ja sehr gut aktiv und passiv die Patienten bewegen kann. Aber auch genauso mit dem zweiten Gerät unter der Sauerstoffgabe bessere Ergebnisse erzielen kann. Nicht dafür da, dass man sagt, jetzt macht der Patient toll, steigert sich, sondern auch für das Selbstvertrauen für den Patienten ganz wichtig, weil er bemerkt, super, jetzt kann ich mehr machen. Die positive Verstärkung, die Psychologie ist ganz, ganz wichtig dahinter. Die Motivation, auch motivierte Therapeuten zu haben, die Patienten motivieren. Viele Patienten, gerade nach Herz-Kreislauf-Ereignissen, aber natürlich auch nach Tumoroperationen oder nach Chemotherapien, von denen wir hier auch viele haben, brauchen auch einen Motivationsschub. Das darf man nicht vergessen. Wir kennen ja, dass danach so die Depression kommt. Deswegen wird hier auch mitbehandelt im psychosomatischen Bereich, was heute wissenschaftlich belegt ist. Das ist nicht nur das Körperliche. Aber was ganz wichtig ist, einfach der interdisziplinäre Austausch. Man darf nicht vergessen, wir reden jetzt nicht von 30-Jährigen, sondern wir reden von älteren Leuten. Die haben natürlich auch andere Probleme, kognitiv, Bewegungsapparat technisch, Arthrosen, Rückenschmerzen, vieles kommt dann. Und da, glaube ich, haben wir eine ganz enge Zusammenarbeit. Wir haben Therapeutenbesprechungen, wir haben Ärztebesprechungen. Also es ist hier nicht filetiert, sondern es wird wirklich zu einem Gesamten zusammengefügt. Ja, da muss ich auch noch anfügen, dass was mir auch an meinen Beweggründen, weil ich relativ kurz an dem Haus bin, auch so gut gefällt oder Beweggrund war, warum ich hergekommen bin, der Austausch untereinander, weil es zunimmt, dass eigentlich, liegt am Gesundheitssystem natürlich, immer mehr Patienten kommen, immer weniger Zeit ist und man hört eigentlich nicht mehr zu. Und durchs Zuhören alleine erfährt man schon irrsinnig viel. Und für mich ist es, oder für uns hier in dem Haus, ein einfaches, wenn man sagt, Zeit für Gesundheit, ja, dass man sich sehr schnell austauschen kann. Sowohl Therapeuten, ein kurzer Anruf, eine Besprechung, aber auch genauso zu dem Kollegen von mir, den Dr. Forer, einen Orthopäden, den ich sehr schätze, als Kollege, als auch privat. Das läuft und da brauche ich jetzt nicht lang irgendwas ausfüllen und zwei Tage darauf warten, sondern man ruft schnell an und die Sache ist erledigt. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass natürlich das Psychosomatische eine ganz, ganz wichtige Rolle auch innerhalb der Rehabilitation spielt. Und ich denke, wenn Sie so mit Ihren Patienten sprechen, das gesamte Umfeld spielt auch eine sehr positive Rolle oder ist besonders wichtig natürlich für eine Genesung. Ne? Wenn man sich das hier so anschaut, diese wunderschöne Parkanlage. Ist klar. Ich bin ja seit 13 Jahren Eigentümer des Jägerwinkels, der eine ganz lange Tradition und eine ganz lange Geschichte hat, was man auch spürt. Ich meine, auch Gemäuer haben eine Aura und das hat der Jägerwinkel, an das ich hierher gekommen bin und damals die Entscheidung treffen musste. Ich bin ja kein Klinikbetreiber im Gegensatz zu vielen großen Konzernen. Es war ja eigentlich eher ein Zufall, weil ich hier Konzile gemacht habe, bin ich hier einfach hergekommen und habe gesagt, das ist ein heilender Ort. Und es ist leider so, dass in der sich immer mehr eigentlich mechanisierenden Medizin, wo alles ja bestimmten Abläufen unterworfen wird und bestimmten ökonomischen Grundsätzen, wie lang man mit einem Patienten spricht, es wird alles getaktet, dass das hier einfach nicht so ist, sondern dass hier eigentlich die Seele mitbehandelt wird. Und ich glaube, dass das ein ganz großes Problem überhaupt der Medizin heute ist, ist diese Teilung und diese immer mehr, was natürlich wissenschaftlich auch gut ist, weil es führt ja auch zu Fortschritten in der Therapie. Aber auf der anderen Seite wird dabei völlig vergessen, dass jeder Mensch einen Kopf auf dem Hals hat und dass Heilung und dass Genesung maßgeblich auch davon bestimmt werden, wie ich mich fühle, in welchem Ambiente ich behandelt werde und wie sehr ich motiviert werde.
und nicht nur die Gabe von Medikamenten. Herr Dr. Hofschneider, Sie haben ja im Vorfeld der Sendung in unserem Vorgespräch schon einmal kurz gesagt, dass es gerade die sogenannten Zivilisationskrankheiten sind, die einem Mediziner immer mehr zu schaffen machen in der Behandlung. Was sind das für Krankheiten, die doch viele jetzt immer wieder betreffen? Das sind verschiedene und selber eigentlich hausgemachte, muss man sagen. Und da kann ich das auch aufgreifen, weil das, was wir auch bieten, dass wir die Leute praktisch aus dem Alltag rausholen, weil viele Leute sich jetzt nach, in meinem Fall Herzinfarkt zum Beispiel, denken, oh toll, ich habe jetzt einen Stent bekommen und kann ganz normal das Leben weitermachen. Aber man muss versuchen, eben eine gewisse Information in die Köpfe zu bekommen, um zu erklären, was da abgelaufen ist. Und ein Hauptproblem, muss man sagen, auch wie schon vorher erwähnt, ist einfach der zunehmende Stress in der heutigen Welt, der einfach ja, jetzt immer mehr zunimmt. Das ist wie eine Spirale. Dann kommt meistens noch ein privater Stress auch noch dazu, durch Familie zum Beispiel, Erkrankungen des Angehörigen. Dann geht auch weiter mit der Ernährung. Da sind wir im Labor, dass zum Beispiel Cholesterinwerte oder Leberwerte zum Beispiel erhöht sind. Das auch ein Risikofaktor für das Herz-Kreislauf-System ist oder eine Nierenschwäche auch genauso. Oder auch der Zucker, eben vielfach nicht bekannt. Aber gerade bei unseren Einzelmessungen können wir dann schon eigentlich mal sagen, in welche Richtung geht es. Ist das nur eine Vorstufe? Ist es schon ein Diabetes, ein Zucker, eine Zuckererkrankung? Durch den Bewegungsmangel haben aber viele Leute auch gerade, sagen wir, im südlichen Deutschland doch eher eine Gewichtszunahme bekommen, was man jetzt ihnen nicht ankreiden darf, sondern das ist einfach in Folgeform, der Stress nimmt zu, man hat wenig Möglichkeit, sich zurückzuziehen, selber Sport zu machen, mit der Zeit verlernt man es und dann kommt die Gewichtsaufnahme. Das geht ganz schnell, ohne dass man eigentlich bemerkt und schupp, ist der Bauch schon da. Natürlich, das berufliche Leben hat sich ja auch geändert. Es gibt ja ganz viele Berufsgruppen, die sind ja dazu verdammt, 8-10 Stunden zu sitzen. Da gibt es ja überhaupt keine, wenn man sich nicht kleine Hilfsmittel schafft, so bestimmte Bewegungen, eigentlich überhaupt nicht mehr zur Bewegung kommen. Und dann ist sicher ein ganz großes Problem und deswegen behandeln wir das auch hier wirklich ganzheitlich mit. Das ist der Stress. Es gibt Berufsgruppen, die aufgrund der Veränderungen der gesellschaftlichen enorm Stress unterliegen. Lehrer, Polizeibeamte. Das wird immer so, die heute wirklich auch viele Aufgaben übernehmen, die eigentlich, wir haben hier keine politische Sendung, die eigentlich politisch gelöst werden müssten. Das schafft viel Stress, die Führungskräfte, aber auch in Berufen wie Sie, in den Medien, wo immer mehr Redaktionen zusammengelegt werden, wo immer durch die neuen Technologien viele Berufe einfach entfallen und die anderen das mitmachen müssen. Also es ist ja ein großes Ganzes, was ja dann dazu führt. Und was wir hier außer der Reparation natürlich versuchen, ist in der ambulanten Prävention all diese Risikofaktoren zu erkennen und sie auch frühzeitig zu behandeln, damit man hier nicht zur Reha kommen muss. Wir wollen an dieser Stelle nochmal in die internistische Reha hineinschauen und haben nochmal einen kleinen Film für Sie vorbereitet, liebe Zuschauer. Und da sehen Sie noch einmal eine besondere Übung, die in diesem Bereich stattfindet. Bei unseren Geräten ist das Schöne, dass die mit Seilzugsystem funktionieren. Das heißt, ich kann sie gut umfunktionieren. Ich habe mehrere Funktionen im einen. Es ist nicht starr, bei dem zum Beispiel kräftig ich jetzt hinten den langen Rückenstrecker, stabilisiere meinen Rumpf und gleichzeitig arbeite ich über die Arme. Ich kann das so machen, wie meine Kollegin das gerade macht. Oder ich mache es zum Beispiel abwechselnd. Ich nehme einmal nur einen Arm und dann den anderen. So kann ich schauen, will ich mich mehr stabilisieren oder will ich mich mehr bewegen. Das ist von Patient zu Patient ist das dann unterschiedlich und wir gehen dann auch auf die Bedürfnisse ein. Es sind ja ganz unterschiedliche Patienten hier da. Was für uns wichtig ist, wir schauen uns einerseits den Herzmuskel an, als auch die Herzklappen, wie die Bewegung vom Herzen insgesamt ist, das möchte ich Ihnen zeigen. Sie sehen hier im ersten Herzschnitt die linke Vorkammer mit der sogenannten Mitralklappe, wo das Blut von der linken Vorkammer in die Hauptkammer fließt. Die linke Hauptkammer sehen Sie hier, wie sie schön pumpt. Und dann fließt das Blut in der zweiten Phase hier durch die Aortenklappe, die sehen Sie hier, wie die schön auf- und zumacht. Das ist so der erste Eindruck, wo man sagt, ja, die Pumpfunktion ist schön, da ist man zufrieden. Wir können zusätzlich noch eine Farbe einschalten, um zu erkennen, in welche Richtung das Blut fließt. Und hier sehen Sie auch noch so eine kleine blaue Fahne. Das ist eine Klappenschwäche. Nicht dramatisch, eine kleine Klappenschwäche, aber zu dokumentieren.
Das nächste Bild, das ich Ihnen gezeigt habe, ist, dass ich den Schallkopf einmal drehe und das Herz praktisch wie eine Gurke oder wie eine Karotte schneide. Und hier sieht man hier im Rund die Aortenklappe, die letzte Klappe, bevor das Blut aus dem Herzen rausgepresst wird. Und Sie sehen hier, wie schön das schaut aus, wie so ein Mercedes-Stern, die Klappe immer auf und zu geht. Hier auf der rechten Seite noch zur Erklärung, das ist auch nur eine Klappe bereits vom rechten Herzen. Wenn man weiter dreht, sieht man dann die linke Hauptkammer im Querschnitt mit der sogenannten Fischmaulklappe, wie man erkennt, die sehr schön auf und zu macht. Die Mitralklappe vom ersten Bild, auch hier ein wunderschöner Befund, das Herz pumpt und zieht von jeder Seite sehr schön. Und hier eigentlich der schönste, für mich schönste Blick, das ist der sogenannte Vierkammerblick. Sie sehen hier das rechte Herz, hier das linke Herz mit den Vorkammern, die kleiner sind, mit den Hauptkammern. Und wir beurteilen die Größe vom Herzen, beziehungsweise wie auch der Herzhirnmuskel pumpt und wie die Klappe hier schließt. Hier auf der Seite kann man sie leider nur eingeschränkt erkennen. Jetzt haben Sie einen Einblick in eine weitere Trainingsübung bekommen, liebe Zuschauer. Herr Dr. Hofschneider, jetzt kann er ja auch wegen vieler anderer Erkrankungen auch hierher in die Reha kommen am Jägerwinkel. Was für Eingriffe gibt es aus kardiologischer Sicht denn noch, die also besonders häufig stattfinden, auch gerade im Herzbereich vielleicht? Gerade im Herzbereich ist erstes eben nach Herzinfarkt zum Beispiel die Herzkatheteruntersuchung, wo man eben über die Leiste oder über den Arm zum Herzen geht und da die Herzkranzgefäße untersucht, ob irgendwelche Engstellen zum Beispiel sind, wenn Stents gesetzt werden müssen. Wir haben aber genauso auch Patienten nach zum Beispiel Schrittmacherimplantationen, wo es Probleme gibt in der elektrischen Leitung im Herzen, wo das Aggregat praktisch die ganze Zeit zuschaut und wenn notwendig die Funktion des Reizleitungssystems übernimmt. Genauso auch Defibrillatoren zum Beispiel, wenn, das ist Stichwort plötzlicher Herztod, kennt man vielleicht von den Fußballspielern, wo plötzlich ein junger Mann auf dem Fußballfeld einfach zusammenbricht und wiederbelebt werden muss, weil es da eben vielleicht angeborene Erkrankungen gibt. Aber auch genauso mannigfaltig wie Herzschwäche zum Beispiel, wenn man dicke Beine bekommt, Luftnot hat und hier wieder Hilfe braucht mit Wassermedikamenten, dass man die vermehrte Flüssigkeit wegbekommt. Und dann natürlich Ausstieg, nach Herzoperationen, die ja jetzt nicht mehr Herzklappen. Herzklappen. Ja genau, Herzklappen ist auch ein großes Thema, vielen Dank. Weil gerade von den großen Kliniken, auch aus München, wird jetzt vermehrt auch vor allem junge Patienten Herzklappenentzündungen zum Beispiel operiert, die dann mechanische Prothesen bekommen, biologische Prothesen bekommen oder angeborene Herzfehler, wo man auch einen Teil von der Aorta, das ist das Gefäß, das das Blut vom Herzen in den Körper bringt, ersetzt werden muss. Als Kardiofremder kann ich mir nur sagen, TAVI. Jetzt werden Sie fragen, warum TAVI? Also eine neue Entwicklung bei den Herzklappen. Genau, die TAVI. Weil meine Tochter ja Medizin studiert und jetzt eine wissenschaftliche Arbeit in der Kardiologie macht. Ja, ja, die TAVI-Klappen sind eine super Erfindung. Wir hatten ja vor Jahren noch die Probleme bei älteren Patienten oder Patientinnen, die multimorbide sind, das heißt, dass viele Erkrankungen da sind, ein höheres Lebensalter haben, dass man die eigentlich nicht operiert hat, wenn Klappenprobleme da sind, weil man einfach Angst hatte, dass die während des Eingriffs versterben können. Und wir hatten jetzt die Möglichkeit, über die Leiste, wie beim Herzkatheter, eine Klappe vorzuschieben in die alte Klappe und dann dort praktisch die neue Klappe nur mittels Ballon aufzudehnen und die bleibt dann in dieser Position. Der Vorteil für die oder den Patienten ist, dass es keine Operation ist, sondern nur ein Eingriff. Der Unterschied ist, dass sie keinen Schnitt mehr wie früher bekommen vom Brustbein, sondern nur mehr in der Leiste und sie bekommen dann nur eine Schlafspritze, wenn man die Klappe aufdehnt. Ansonsten ist das eine recht rasche Sache. Also sehr spannende Themen, die uns da auch noch ins Haus stehen werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Meine Herren, vielen Dank für diesen hochinteressanten Einblick in das Thema Kardiologie und Rehabilitation. Danke für das Gespräch. Ihnen zu Hause danke fürs Zuschauen. Unser aller Wunsch an dieser Stelle, wie immer, Sie kennen ihn schon, bleiben Sie gesund. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Zeit für Gesundheit. Bis dahin, Servus.